Ein wahrer Titanic-Schatz und eine riesige Sensation. Diese Halskette soll laut ihrer Entdecker aus dem Zahn eines Megalodon-Hais gefertigt sein. Nach 111 Jahren auf dem Meeresboden wird jetzt nach dem Besitzer des atemberaubenden Schmuckstückes gesucht. Mit der 3D-Visualisierung der 1912 gesunkenen Titanic haben Forscher schon vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Vom Wrack, das auf knapp 4000 Metern Tiefe liegt, haben Tauchroboter 700.000 Bilder gemacht und zu einem 3D-Scan zusammengesetzt. Auf den Aufnahmen der Titanic entdecken die Forscher auch die spektakuläre Halskette. Angeblich soll es ein in Gold gefasster Zahn eines Megalodon sein. Eine bis zu 20 Meter lange prähistorische Haiart mit bis zu 18 Zentimeter langen Zähnen. Aber wegen eines Abkommens zwischen den USA und Großbritannien wird die Halskette auf ewig auf dem Meeresboden bleiben. Forscher möchten jetzt zumindest herausfinden, wer der Besitzer war. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen Nachfahren der 2200 Passagiere kontaktiert werden, die beim Titanic-Unglück an Bord waren.